Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge 66 von Oxygen Not Included. Und ich sehe gerade hier, können wir ganz schnell das bitte einmal machen. Ich würde sogar den gelben Alarm auslösen wollen, damit er schnell gemacht wird, damit er nicht wieder zurückfliegen kann. Komm, zack, zack, einer die Tür zu. Ja, ich hab's geschafft. Wo muss er denn durch? Hier? Nee, eigentlich da, aber da haben wir keine Tür. Aber das ist ja erstmal egal. Mach mal den gelben Alarm jetzt wieder aus. Und mach jetzt hier die Tür auf, damit er da durchfliegen kann. Weil dann können wir den erst hier reinlassen und dann kann er hier durch. Da müssen wir nur noch was bauen dann. Jetzt fliegt er erstmal wieder hoch. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich hoffe, er geht auch gleich hier rein, weil der ist in der Nähe. Gut, nach dem Intro schauen wir da weiter. Ich bedanke mich dann erstmal für den ersten Einblick und Abmoderation gilt noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und jetzt mal ganz schnell hier auch den gelben Alarm hin, weil der ist da tatsächlich schon reingeflogen in der Zeit, wo ihr das Intro geguckt habt. Krass, oder? Aber hier ist auch für den schlechte Luft drin, ne? Das ist schon mal gut. Dann wird er auch glücklich sein. Das ist wichtig. Ja, glücklich ist er schon mal. Komm, mach einer die Tür zu, ey. Ganz schnell. Oh, warum laufen die jetzt erst alle woanders hin? Nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt pass auf. Jetzt macht einer die Tür zu und jetzt hängt er da drin. Jetzt macht keiner die Tür zu? Doch, jetzt hat er sie zugemacht. Ah, der ist jetzt gefangen, ne? Eingesperrt, ja. Toll. Mach sie wieder auf, hat ja keinen Sinn, ey. Dass ihr Penntüten da nicht eher dran ergeht, ey. So ein Shit aber auch. Hoffentlich fliegt er jetzt nach links wieder. Ja, tut er. Und jetzt aber ganz schnell hier die Tür jetzt bitte zumachen. Ah, wo ist jetzt die Tür? Und nochmal gelber Alarm. Aber jetzt bitte die Tür zumachen und ein bisschen flott einer. Boah, ist das nervig. Muss ich einen roten Alarm machen, aber den gibt es da gar nicht, oder? Camilla macht's jetzt, ja, zum Glück. Okay. Hat sich erübrigt, er ist drinnen, das ist schon mal gut. Und das heißt, wir müssen jetzt hier weitermachen, dass er hier rüberkommt. Allerdings sehe ich gerade, hier ist ja offen. Ah, dann ist es schwierig, dass der da durchkommt. Ja, obwohl, der Raum ist ja auch schon ziemlich gefüllt. Das heißt, es ist gar nicht mal schlecht, wenn er hier runterkommt. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir aus der Etage machen, ne? Ist hier organisch, ja. Oh, da gibt es auch noch Schleimlunge. Super, oder? Und irgendwer hustet und niest. Das war hier Camille oder wer war das, ne? Hungrig? Nee. Okay, er ist erstmal hier, das kann erstmal so bleiben, da kriegt ihr was zu essen, weil hier irgendwo das Terrarium ist. Das müssen wir dann später überlegen, wie wir ihn weiter rüberkriegen und ob wir hier ausbauen. Wir waren aber ganz woanders unterwegs. Wir waren beim Strom eigentlich unterwegs und das ist hier die Geschichte, dass. Oh, hier ist überall alles voll, ey. Erde, nährstoffreiche Erde. Das heißt, ja, irgendwie hat Modrak das mit den Dingens auch gemacht und ich bin da immer noch nicht zugekommen. Ich habe das Video schon geguckt einmal und. Ich müsste es wieder gucken, um zu sehen, was muss ich als nächstes tun, dass es hier wird. Ein bisschen haben wir hier unten, ja, oh, tatsächlich ist schon was ausgearbeitet hier so ein bisschen. Ah, da geht es jetzt mal tatsächlich voran, dass da unten einer was abarbeitet. Auch gut. Und jetzt müssten wir hier eigentlich erstmal runter. Interessant, dass sie erst da anfangen und nicht hier. Aber da kommt jetzt jemand und macht da was, oder? Nee, nee, doch nicht. Ach so. Wenn wir das hier aufmachen, ist eine Verbindung von da nach da, ne? Aber das ist jetzt erstmal egal. Und das schmutzige Wasser ist hier erstmal drin, okay? Dann müssen wir auch noch gucken, was wir damit auf Dauer machen. Haben wir denn irgendwo noch was? Ja. Strom. Jetzt gucken wir nach dem Strom hier oben. Machen wir das Layout für den Strom her. Aber die Forschung ist hier auch noch irgendwie fertig, ne? Glasschmiede haben wir da. Was haben wir hier? Bunkerziegel und Bunkertür. Und was haben wir hier? Geotuner, okay. Okay, erhöht die Temperatur und den Ausstoß eines analysierten Geysirs. Interessant.
Ja, da weiß ich auch nicht. Irgendwo war ein Geysir, den müssen wir auch noch angucken. Hier ist noch ein Salbei-Hatch, der da rumläuft. Den müssten wir da auch rauskriegen, ne? Was haben wir denn hier liegen? Arbor-Eichel. Ah, da war noch so ein Baum. Da haben wir auch schon so einen Baum, ne? Ich glaube, der brauchte drei Felder, ne? Hier ist ja jetzt gar nichts drin, sehe ich gerade. Das heißt, wir könnten hier noch so ein Teil hinbauen. Brauchte der Wasser? Weiß ich gar nicht. Lass mal gerade schnell gucken. Ich baue den trotzdem dahin, auch wenn es dann jetzt hier. Gibt es da Wasser? Gute Frage, ne? Ja, da gibt es Wasser, der ist dann auch automatisch angeschlossen. Das sollte funktionieren. Und wenn es mich nicht täuscht, braucht er auch Düngung, Bewässerung, verschmutztes Wasser. Aber dann passt das ja. Und dann kann man da tatsächlich noch einen hinmachen und es geht auch noch. Sehr gut. Dann haben wir da ein bisschen Holz, was wir produzieren. Das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Gut. Da sind wir dann auch einen Schritt weiter. Hier ist kein Sauerstoff mehr. Haben wir irgendwas kaputt gemacht oder was? Das hatte schon Mordrak gesagt, irgendwie mit dem Sauerstoff, dass wir diesen Kreisverkehr nicht machen müssen. Ja. Lüftungsoverlay. So, das geht da rein, ja, aber Sauerstoff kommt tatsächlich auch da rein. Aber erstmal da hinten rein und nicht in die vorderen, auch krass. Und der Schmutzige geht jetzt tatsächlich hier hinten hin zu den Jungs hier, damit die nicht verhungern. Hier haben wir offen. Der guckt aber mürrisch. Ab und zu verhungert auch einer, oder was? Naja. Er sitzt hier die ganze Zeit davor, ist mürrisch, weil er hungrig ist wahrscheinlich. Ah, er hat jetzt was zu essen gekriegt, dann müsste seine Stimmung gleich besser werden. Okay, hier haben wir so ein Teil, ja. Ja, nicht wichtig, wir wollten immer noch den Strom machen, ne? Da war hier was. Warum ist hier jetzt so ein Zeichen isolierter Ziegel normal Kabel? Aktuelle Last 1000 Watt, 300 Watt. Kein Strom. Okay, weil er hier. Irgendwas ist jetzt hier. Irgendwas ist da kaputt. Strom ist aber eigentlich da, ne? Strom geht auch so durch. Und da ist da kein Abnehmer dran und deswegen sagt er kein Strom. Ne, hier ist ja was. Komisch. Kabel kannst du da zerlegen erstmal. Und da auch zerlegen. Wieso ist hier jetzt kein Strom? Verstehe ich nicht. Batterie ist leer. Ah, hier. Da liegt's. Da ist irgendwas eingestürzt und deswegen geht das nicht. Graben. Und das, und jetzt kann das auch alles weg. Und dann müsste der, wenn der da ist, dann ist kein Strom wieder weg. Okidoki. Wir wollten aber definitiv mit diesen 1000 Watt hier rüber gehen, glaube ich, und da etwas umstecken. Dafür müssten wir natürlich Strom legen. Bis nach da. Und dann müssen wir den hier irgendwo unterbrechen. Damit das dann nachher funktioniert ohne Überlastung. Kabel hier, können wir da zerlegen, dann ist das erstmal gut. Die Türen gehen zwar dann langsam auf, erstmal hier, aber das wird schon funktionieren. So, kurz einmal geguckt. Wie weit gehen die denn hier hoch? Oh, ganz schön weit hoch schon. Hier ist das Biom schon weiter. Hier ist Kohlendioxid drin, das ist also erstmal nicht so schlimm. Graupelweizen wächst. Die Frage, Absinn, unbekannt. Gehen wir einfach weiter hoch. Ach, ich würde das hier eigentlich drinnen sitzen lassen, hier Graupelweizen wächst. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Graben wir erstmal. Das ein Stück aus. Ist auch vielleicht besser, wenn wir sowas hier mal rüber machen und nicht so einen Schacht nach unten, ne? Mach da mal einen Abbruch raus. Da mal auch mal einen Abbruch raus.
Und dann graben wir hier zwei Felder aus. Hier zwei Felder aus. Können die hochgehen? Und da können wir dann weiter hoch mit der Leiter. Okay, bis dahin kann ich mir erstmal weitermachen, dann sehen wir das. Hier ist schon mal eine Leiter da. Hier ist auch irgendwie Sauerstoff. Wir haben hier auch schon den ersten Dingens abgebaut. Das ist ja schon mal gut, ne? Jetzt müssen die da nur irgendwie hinkommen. Da können sie hin, da können sie hin. Aber ich glaube dann... Ja, aber hier müssten sie erstmal die zwei abbauen können wieder. Gut, das geht voran. Wie sieht es denn hier mit dem Sauerstoff aus? Hier oben ist er gut. Aber hier nicht, weil hier eine Schleuse ist, ne? Das heißt, wir müssten hier mal kurz... Obwohl, ja, nee, der muss runterfallen, der Sauerstoff, das Zeug hier, sag schon. CO2. Muss man eigentlich hier nur die Steine reinbauen, ne? Hier sind wir ja schon am breiter bauen, ne? Das hier ist noch ein Relikt der alten Zeit, oder? Ja, das kann auch abgerissen werden. Zerlegen Auftrag ist da, ne? Zerlegen, ja. Wird schon zerlegt, sehr gut. Und dann bauen wir da mal einen Ziegel hier so runter, ne? Wenn der weg ist, können wir da den zweiten Ziegel auch hinmachen. Dann gibt es da wieder eine Tür. Die können wir auch zerlegen dann. Zerlegen. 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 Sehr gut. Und das sollen sie bauen. Und dann können wir hier schon wieder ein Stück tiefer machen, mit der Rutschestange vor allem auch. Hier haben wir den, na, das war wegen den ganzen Sach schon, ne? Genau die. Da sind noch Algen. Eigentlich müssten die da hoch und dann darüber und dann hier abbauen. Hier ist Sauerstoff, das heißt, das kann man auch aufmachen. Wie sieht es denn temperaturmäßig hier aus? Okay, hier ist auch noch passend warm. Ja, hier ist schon ein bisschen heiß. Da müsste man vielleicht dann die Ziegel machen, ne? Ich hoffe, ich habe das immer Magmatit war richtig, ne? Langsames Aufheizen, ja. Okay, da ist natürlich schon schlecht, sehe ich gerade. Warte mal, das brechen wir mal ab hier, weil das ist ja schon mal falsch, weil da muss es ja isoliert sein schon. So, und da müssen wir hier auch gucken, dass es hier noch isoliert sein wird. Aber das können wir erstmal so lassen noch. So, das heißt, hier schläft tatsächlich auch einer, okay. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass das da abgebaut werden kann, ne? Machen wir erstmal so. So, hier ist schon fertig gebaut, sehr gut. Und das muss dann weiter runter. Und diese Pflanzen müssen wir irgendwie umkultivieren. Weil hier muss die Rutsche ja runter, ne? Wenn wir das so wollen, das ist die nächste Frage. Der Puffprinz, der guckt schon ein bisschen böse. Blitzblank pufft ist auch da. Den kann doch da mal einer reinmachen, oder? Puffprinz. Kontinuierlich. Aber wir könnten hier auch noch ein zweites Ding reinbauen, ne? Fällt mir gerade so ein, ne? Hier fehlt ja auch noch ein Brutschrank. Macht es Sinn, den da hinzubauen? Ich denke schon. Ja, wenn der da ist, dann können wir den ausbrüten lassen mit diesem Blitzblankpufft. Er ist hier noch glücklich und zufrieden wahrscheinlich. Das passt erstmal alles. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, ne? Wasser wird hier mehr. Wird das denn gefiltert? Flüssigkeit-Overlay, da. Die Pumpe macht es hier rein. Da sieht es so ein bisschen aus, als ob da auch was läuft. Es gibt frisches Wasser, was hier reinkommt. Warte mal, da können wir noch was abbrechen, zerlegen. Läuft hier rein das Wasser? Also das läuft ganz woanders hin. Das frische Wasser kommt hier hin, macht die Farm. Okay, das ist alles okay dann. Was hier? Da fehlt es komplett an Wasser, oder was? Wieso kommt hier kein Wasser an? Ach nee, das ist Entwässerung. Aber das läuft hier nicht, ne? Schleim fehlt uns da, okay? Dann müssen wir da Schleim haben. Auch gut. Ja, müssen wir weiter gucken, ne? Wie wir da weiterkommen.
Was ist hier? Zu wenig Ressourcen. Da fehlt es an Wasser. Weil die Pumpe hier wahrscheinlich trocken liegt. Genau so ist es. Kannst du zerlegen. Ja, dann müssen wir jetzt hier gucken, dass wir hier aufmachen. Aber hier müssten erstmal die Prioritäten hier unten ändern, ne? Damit es hier mal vorangeht, oder? Das Wasser da ist, dann können wir das Wasser auch ablassen. Gut. Die Pumpe steht dann natürlich auch nicht mehr im Wasser. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir da machen, ne? So, hier geht erstmal alles soweit gut. Würde ich jetzt tatsächlich hier ein bisschen weiter bauen erstmal. Die können ja hier runter, ne? Ja. Kann man das schon wischen? Ja, kann man wischen. Dann würde ich sagen, mach das mal mit dem da drüber nochmal abbrechen. Kann man da oben auch was wischen? Nee. Das wird... Oh doch, da kann man wischen. Dann lasse das wischen. Da kommt auch schon jemand und der wischt jetzt da, oder was? Nee, doch nicht. Dem ist da kalt. Doch, er wischt hier. Okay. Gut. Dann kann das hier weggegraben werden. Das weggraben und das können wir auch weggraben. Da wurde gewischt. Da wird auch Wasser geholt. Ja, auch gut. Ach, guck mal, das Dreckige ist jetzt hier weg, oder wie sehe ich das? Okay, aber wischen geht hier jetzt nicht, ne? So hatten wir wohl an. Das ist zu viel Wasser, ne? Ja. Ist aber nicht schlimm, das kriegen wir da auch noch weg. Die Pumpe arbeitet noch ein bisschen. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier weiterkommen. Hier müssen sie erstmal durchbuddeln. Gut, wie weit sind wir denn nach unten noch? Okay, wir sind bis hier, aber hier fehlt die Leiter, deswegen kann man auch nicht weiter runter. Aber hier war auch... Ah, da ist das Neutronium. Da müssen wir auch gucken, wer da ist, ne? Warte, nochmal die Leiter, die sitzt da immer noch nicht. Muss auf einem freien Platz gebaut werden. Okay, da ist... Ach, da ist eine Pflanze. Ein Wassergeysir ist hier. Untätig. Okay. Krass. Okay, dann brauchen wir nicht weiter gucken. Dann wissen wir schon, was da ist, ne? Ein Wassergeysir. Wasser ist immer wichtig, dass wir das haben. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das hinkriegen. Forschung abgeschlossen. Glasschmiede, ja, hatten wir schon länger. Oh, dann haben wir die noch nicht gemacht. Ach, ich überziehe schon wieder die ganze Geschichte, aber ist halt so, ne? Forschung sind wir gut unterwegs, hat der Mordrak auch geschrieben. Wo sind wir denn hier unten? Was haben wir hier? Jetanzug? Ne, das wollte ich jetzt noch nicht. Wir waren hier bei Design, ne? Oder? Ach, das haben wir auch schon alles fertig, wahrscheinlich. Umgebungsbewusstsein. Strandliege. Okay, können im Sonnenlicht liegen. Was ist das für ein Ding? Monument Mittelstück. Und das? Pixelpack. Okay, was da alle gibt, ne? Signalzähler. Virtuelles Planetarium. Lass uns das bauen, das hört sich toll an. Gut, ja, hier ist noch Fertigkeiten der Duplikanten. Da ist noch eine Fertigkeit von Joshua. Joshua ist hier oben schon ganz cool drauf. Schutzanzugtraining geht hier lang. Das Schutzanzug-Nachhaltigkeitsschulung macht er dann. Kann er auch, passt. Gut, dann geht das erstmal weiter. Und dann würde ich erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.